Hallo und hier ist wieder der Andi von der Arche der News, heute mal wieder von den Bienchen. Ich habe jetzt im Juli den Honig wieder geschleudert, es sind also Waben wieder fertig gewesen. Die bauen ja in diesem Jahr dann noch alles auf, daher schleppt sich das alles ein bisschen. Es waren wieder zwei völlig reif und völlig verdeckelt. Wir haben also mit zwei, Waben ist falsch, zwei Honigräume natürlich, zwei Honigräume wieder ausgeschleudert. Und jetzt fängt es langsam an, dass die Tracht, also die Blüten hier in der Region, etwas weniger werden. Jetzt war meine Frage, was ist jetzt schon ausschlecken lassen und eventuell umtragen lassen den Honig oder nochmal reinpacken? Was macht man? Ich habe also drei von meinen Imkerpaten gefragt und die haben gesagt, ey, fang langsam an, das Ganze zurückzufahren. Setz jetzt nicht wieder rauf und lass wieder Honig eintragen. Viel kommt nicht mehr. Spätestens in 2 Wochen wird das Thema wahrscheinlich durch sein. Dann bereiten sie sich auch wirklich auf den Winter vor. Dementsprechend habe ich jetzt schon im Hintergrund zu sehen, aber das zeige ich euch gleich im Video, etwas aufgetürmt und habe dafür gesorgt, dass quasi meine ausgeschleuderten Waben jetzt langsam umgetragen werden, sauber gemacht werden, vielleicht auch ein bisschen repariert, weiß der Teufel, aber auf jeden Fall sauber geschleckt und nach unten alles, was noch, falls noch Honig irgendwo gelagert werden kann, wird er jetzt nach unten geschleppt und ansonsten ja, sollen die langsam sich ihren eigenen Vorrat anlegen, das machen sie auch, aber dazu dann mehr, wenn ich in 2 Wochen komplett das Thema Honig für dieses Jahr beende. Dann wird unten noch mal ein bisschen gearbeitet mit den Rähmchen, die dann dafür sorgen, dass die jetzt aufgestockt werden, unten ihren Brutraum quasi so vergrößern können, dass genug Futterwaben auch da sind, dass sie eben über den Winter kommen. Wir schauen mal, was noch alles schön blüht. Im Hintergrund, ich habe hier meine 1000 Quadratmeter Phacelia, die steht noch voll in Blüte. Die Bienenweide ist langsam durchgeblüht, da ist noch eine ganze Menge mit drin, aber auch nicht mehr so viel, dass es jetzt ewig reichen würde, zumindest nicht mehr für mich. Den Rest sollen ruhig die haben. Viel Spaß dabei, genug gequatscht, schaut, was ich gemacht habe. So, mit dem Rückbau kann man quasi gar nicht zu spät beginnen von der Sache her. Ich habe also viele Imkerkollegen, die gesagt haben, Mensch, jetzt die Tracht ist langsam vorbei, ist jetzt Juli, wir müssen jetzt gucken, blüht doch ganz viel ringsherum. Hier blüht noch ein bisschen was, aber viele höre ich, die schafft es immer gar nicht mehr, dass ihre Honigräume sauber ausgeleckt werden und gesäubert werden und noch ein bisschen was umgetragen wird. Und damit, so heißt es zumindest bei, ich habe jetzt 3 alte Imker gefragt, alle 3 haben gesagt, fang an, mach es. Leerzahl hier oben rauf, ein bisschen gucken, dass die irgendwo eine Möglichkeit haben, entweder mit einer Folie nur eine Ecke umgeklappt oder ein Fütterer dazwischen oder, dass die weg von der Königin sind und den Honig dann nach unten tragen. Also, das mache ich jetzt schon mal und habe die beiden letzten Honigräume, die wir jetzt geschleudert haben, die schon fertig waren, die packe ich jetzt einfach auf dieses recht starke, rechte Volk und dann schauen wir mal, ob die eben dann diese Waben noch richtig schön sauber schlecken. Hier ganz oben war noch die Bienenflucht drauf. Wir haben ja nur gerade erst die Honigräume geschleudert. Die nehme ich jetzt runter. Hier kommt jetzt ein Fütterer und darauf dann eine Leerzahe. Und darauf kommen dann unsere ausgeschleuderten Honigräume. So, um die Kinder nicht groß zu nerven, geht jetzt alles relativ zügig und ratzifatzi. Da packt man sich dann alles zur Seite, was man eben benötigt, in der richtigen Reihenfolge. Und dann geht es los. Um sie etwas zu beruhigen, gebe ich jetzt hier unten einen ganz kleinen Stoß, einfach nur so ein bisschen. Das soll reichen. Der Honig soll ja auch schließlich nicht nach Rauch schmecken. So, jetzt geht der Fütterer ab. Fütterer war falsch. Hier ist der Adamfütterer. Hier ist dann der Aufstieg für die Bienen. Den mache ich Richtung Fluglochnähe. Der Deckel drauf, der reicht aus, dass die den Honig riechen und von oben dann die Königin riechen. Die Leerzahe sagt dem, hey, ihr seid weit genug weg von eurer Königin. Also
versucht mal den Honig umzutragen. Was soll der hier oben? Wir müssen näher ran an die ganze Schose. Und dementsprechend kommt jetzt dort aus dieser Beute die Dickwaben da oben mit drauf, halt so rum. Und auf die dicken kommt jetzt noch die Waben aus der roten Beute. Schön alle ran. Ich mag ja diese Dickwaben nicht so. Ich habe ja lieber mit meinen Abstandsnägelchen hier. Ist einfach schöner nach dem Schleudern, finde ich das sauberer. Jo. So, theoretisch sagt man jetzt einfach Plexi oben drauf und lassen. Die Bienen finden das doof, weil es so hell ist und tragen erst recht um. Braucht man nicht, es funktioniert auch so. Ich mache das jetzt ordnungsgemäß rauf. Den Deckel zu. Zack. Plapp. Und erledigt. So, jetzt haben wir hier unten unseren Brutraum, haben immer noch das Absperrgitter. Darüber kommen wir jetzt noch in weiß ein kleiner Honigraum, der auf der Beute quasi mit drauf war. Dann haben wir einen Honigraum, der von der braunen Beute noch darüber war, um dort ein bisschen ausgebaut zu werden. Daraufhin kommt jetzt quasi unser in Naturholzfarben der Adamfütterer. Der hat eben nur das kleine Loch, das die Bienen da hochwursteln. Jo. Und dann hast du eben einfach darauf eine Leerzaie, damit der Abstand gewahrt ist. Sonst tragen sie ja gleich wieder Honig von der Sache eventuell da oben mit rein. Jetzt ist es ihnen zu weit weg von ihrem Brutnest. Und dementsprechend haben wir jetzt die zweite Naturholz, die alte hier. Und darüber die rote. Das sind unsere Waben oder die Honigräume mit den Waben, die wir frisch ausgeschleudert hatten. Die können jetzt im Laufe der nächsten Wochen schön leer geputzt werden. Der Honig wird nach unten umgetragen und ich werde in 2 Wochen ungefähr dann unten anfangen, komplett, also die letzten Honigräume zu entfernen und dann so ein bisschen auf Winter schon vorzubereiten. Dann kommen ein paar große Rähmchen mit rein, dass die sich unten noch ein bisschen was aufbauen können an Futterreservoir. Dann wird eventuell schon einmal angefüttert. Wir schauen mal, wie es Wetter wird und was hier noch in der Umgebung blüht. Erstmal funktioniert es ja noch. Tjo. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal von unserer Sexy Beute, der Andi von der Arche der Nüs. Denk dran, bleib knackig. Denk doch an die Äpfel.